Herzlich willkommen bei Naturgemacht. Heute möchte ich dir ein Rezept für ein Nussbrot zeigen, was ohne Hefe und ohne Mehl gebacken wird, also glutenfrei ist. Viel Spaß dabei! Das Rezept findet ihr wie immer unten in der Infobox. Ihr braucht 550 Gramm von euren Nüssen oder Kernen. Die könnt ihr euch je nach Geschmack oder vielleicht sogar Allergie selbst zusammenstellen. Ich habe hier von jedem ungefähr 80 Gramm verwendet und ich nehme Walnüsse, Kürbiskerne, Haselnüsse, Mandeln, ganz und gehackt, links oben geschroteten Leinsamen und Mohn. Die Walnüsse habe ich etwas kleiner geschnitten, die Haselnüsse und Mandeln habe ich ganz gelassen. Zu eurer Nussmischung kommt jetzt 1 Teelöffel Salz und 5 Eier. Und zu guter Letzt noch 100 ml Pflanzenöl. Ich habe Sonnenblumenöl genommen, da könnt ihr aber auch Olivenöl nehmen. Wenn ihr das alles in der Schüssel habt, wird das einfach nur noch richtig gut verrührt. Dann habe ich mir eine Kastenform genommen und mir etwas Backpapier zurechtgeschnitten, damit das Brot sich dann auch wirklich gut davon lösen kann und nicht festbackt. Dann füllt ihr eure Mischung einfach in die Backform ein. Das Brot ist ohne Hefe, wird auch nicht aufgehen, das heißt, so wie ihr das da einfüllt, werdet ihr es ungefähr auch wieder aus dem Ofen holen. Dann noch etwas glatt streichen, damit es schöner aussieht. Und schon ist euer Brot bereit zum Backen. Dann gebt ihr euer Brot in den Ofen. Das braucht ungefähr 45 Minuten bei 180 Grad. Da müsst ihr einfach mal schauen, je nachdem, welche Nüsse und Samen ihr verwendet. Wenn es abgekühlt ist und fertig gebacken ist, könnt ihr es ganz einfach am Backpapier aus der Form heben. Und fertig ist euer richtig simples Nussbrot. Super lecker und man kann es sogar einfrieren. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Lasst es euch schmecken und bis zum nächsten Mal.